Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Waldschloss Let's Build Folge. Ich bin Daniel von SimFancy. Heute geht's weiter. Yay, mega Projekt. Cool, dass ihr wieder reinschaut. Letztes Mal haben wir hier diesen magischen Garten hier gemacht, neben dem Gewächshaus von unserem Pflanzensim. Das ist ein Kreaturenschloss. Das heißt, hier wohnen ganz viele Crazy Sims hier drin. Richtig coole Crazy Sims. Hier haben ganz oben, ich zeig's noch mal ganz kurz, hier das Badezimmer von unserer Hashtag Grünfee. Dann hat die natürlich hier auch ihr Reich, ja, mit Schminktisch und alles drum und dran hier in dieser Burg. Und da natürlich das Schlafzimmer hier. Yay, so sieht das Ding bisher aus. Wir haben unten, da oben fehlt noch ein bisschen was, mal gucken, was wir da reinmachen. Wir haben unten ein Zimmer für ein Skelettsim aus Dschungelabenteuer, ne, sieht man da auch hier direkt, hier, bäm. Ja, sehr, sehr cooles Zimmer hier auch, passend zu diesem Sim. Dieses Zimmer habt ihr eingerichtet, sehr, sehr viele Ideen. Ihr könnt dann da ein Alien einziehen lassen oder einen Sensenmann und was es nicht alles gibt von euch. Sehr, sehr cool, was ihr da gemacht habt. Gibt's alle in der Die Sims 4 Galerie und man kann sich die Räume hier austauschen. Das ist das Vampirzimmer, ne, unverkennbar natürlich, ja, hallo. Ja, so sieht das Ding aus und unten... da haben wir noch ein Bad auch, ne, ein Badezimmer. Und unten haben wir noch ganz viel Platz. Wir müssen noch eine Küche machen, Wohnzimmer, so das Übliche, ne. Da diese Kamindinger, die müssen natürlich raus, die passen da nicht rein, habt ihr natürlich recht hier. Und da haben wir auch noch Platz. Und da gab es ein richtig cooles Kommentar. Und das möchte ich unbedingt hier mit reinbauen, weil das passt perfekt dazu einfach, ne. Das muss man einfach so sagen. Und zwar eine Kapelle. Das wäre richtig schön, zu einem Schloss so eine kleine Kapelle zu haben. Das hat nicht jedes Haus. Und deswegen kommt das bei mir hier rein. Sensenmann und Alien und so, das ist ein bisschen kritisch hier in dem Schloss. Das ist, hat irgendwie wenig mit Wald zu tun, Wald-Alien. Ich würde einfach mal darauf verweisen, dass ihr das dann oben in euren Community-Raum integriert, wenn ihr so ein Sim hier haben wollt. So, wir gucken mal rein hier. Wir gucken mal rein. Wo ist denn diese Orgel da jetzt? Monchi, wo ist denn die Orgel? Jetzt doch die Orgel hier. Wo ist denn die jetzt? Da ist sie doch, hier, Vampire-Orgel. Ja, die muss da unbedingt mit rein. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier aufteilen soll. Ich würde die mal so ein bisschen da hinten so hinstellen. Wir haben ein bisschen viel Fenster, ja, ja. Bisschen schwierig. Aber die muss da unbedingt rein und ich würde ja auch so ein dunkleres Holz geben, oder? So ein bisschen Wald. Oh ja, das ist perfekt. Braun und Gold, ja. Eieiei. Wir brauchen dann auch hier noch so Bänke oder sowas mal grob. Da gibt es doch bestimmt irgendwas. Was können wir denn da nehmen fürs Waldschloss? Natürlich, sowas wäre nicht schlecht, aber farblich. Oh, da gibt es auch schon, gutes Holz hier. Ja, schönes Holz. Nehmen wir mal die dunklen, die sind cool. Dann fällt es nicht so auf. Ah, das ist schön, oder? Sollen wir das mal machen? Kann man da so ein bisschen sitzen und zugucken, auch dem Sim, der hier spielt. Und wir machen da mehrere Bänke. Ist ja ganz typisch, ne? Irgendwann hat man so eine Säule vor der Fresse hier. Und natürlich kommt da auch noch ein Hochzeitsbogen hin, weil das soll ja ein cooles Kreaturenhaus sein. Aber man soll ja natürlich auch heiraten können. Das haben sich viele gewünscht. Ich mache das mal so ein bisschen versetzt, würde ich jetzt mal so machen, ne? Wenn man mal drei rein, damit es ein bisschen größer aussieht, auch wenn man die Bänke hier wahrscheinlich nicht braucht. Ja, so, was ist hier für ein anderes Objekt hier? Da kann doch nicht sein. Ja, was ist denn da? Da ist doch keins. Baby.move-Object soll es richten hier, natürlich. Ja, ich mache das mal so. Ja, oder sollen wir die doch lieber gerade hinstellen? Ja, ich mach die mal so ein bisschen mehr noch in die Mitte rein. Wir haben ja da noch Platz hier. Ja, da sitzen die dann aber wirklich vor der Säule hier, Mann. Tja, ja, gut. Ja, das ist halt, das gehört auch dazu, finde ich. Ich würde das gar nicht mal wegmachen. Natürlich braucht man die Säulen nicht. Und hier kommen jetzt natürlich hier, ja, Waldblüten rein. Erstmal die kleinen da, die können wir auf jeden Fall brauchen. Und die großen... Langsam habe ich es drauf hier. Die sind unter dem gelben Teppich versteckt hier, liebe Entwickler, ja. Da gibt es einmal die weißen, aber wir nehmen die hier, ja, oder? Oder die ganz roten. Nee, ich würde mal die rosa nehmen. Ja, wir nehmen mal die rosa Blüten. Die sehen irgendwie natürlicher aus, die sind schon sehr grell. Wir können ja so ein paar Highlights mit denen da reinsetzen. Und dann würde ich das auch mal hier so machen, dass das wirklich von vorne bis nach hinten hier durchgeht, ja. Dann machen wir die Orgel vielleicht doch an den Rand hin, oder? Ja, wieso drehen die sich immer falsch rum? Das ist eins der Objekte, das man falsch rumdrehen muss. Ja, damit es passt hier. Ich weiß auch nicht warum. Ich mache die mal da so in den Rand hin. Das darf gerne so ein bisschen freier auch gestaltet sein, oder? Ja, yes. Und da kommt jetzt ein Hochzeitsbogen hin. Wo haben wir die denn drin? Ich weiß es nicht. Haben wir die ja auch drin hier irgendwo? Verschiedenes. Aktivitäten, ne? Lass uns mal heiraten. Da gibt es den hier erstmal. Wir gucken mal. Aber da gibt es doch noch diesen...
gibt es da noch diesen anderen da auch, oder? Habe ich den jetzt nicht im Bild hier. Den hier gibt es noch, ne? Genau. Ja, ich würd, glaube ich, den da nehmen. Was haben wir denn da für Farben auch? Ist ja auch relevant. Da haben wir so rosa Blüten, das ist ganz gut. Ja, das ist eigentlich egal, oder? Ist egal. Ist egal. Wir nehmen mal den, glaube ich. Hm? Oder? So. Der andere sieht halt schon hübscher aus hier, ne? Haben wir da auch eine braune Farbe? Nichts mit Rot und... Ne, der ist mir zu... Ne, wir nehmen diesen Holzdinger da. Ja, aber da ist schade, dass es da nicht was Dunkles gibt. Irgendwie dunkelbraun oder so. Sind alle nicht so schön. Ich nehme den mal. Ich finde den jetzt irgendwie, der ist so Highlight-mäßig irgendwie. Na, der sticht raus, ja, auf jeden Fall. Dann machen wir da hinten auch noch Deko-Vorhänge hin und irgendwie noch so einen Tisch für den Kuchen und so. Da kann man das einfach umwandeln in ein Gemeinschaftsgrundstück, Park oder sowas. Und dann hat man da auch... Ja, wir machen das schon grün, oder? Ah, die sind zu klein. Kann man die nicht vergrößern und dann so in den Boden reinpacken hier? Ah, das geht sogar. Ey, nicht so schlecht hier. Da haben wir gleich höhere Pseudo-Fenster hier. Sollen wir... Ja, es ist ein Waldschloss, ne? Eigentlich grün, oder? Tschakka, was machen wir denn da? Weiß wäre natürlich hier auch schick, ne? So ein schönes weißes... So ganz schön weiß ist das auch nicht. Nee, das ist mir irgendwie zu langweilig. Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas Cooles? Irgendeine Mischung zwischen Waldschloss und... Hochzeit ist schwierig, ne? Die Waldhochzeit. Sollen wir lieber sowas dann machen? Gibt es da nicht auch irgendwas Tolles? Ja, die sind schon heiß hier, ne? Können wir nehmen mal die. Wir machen die auch wieder so groß. Juckt ja nicht, ne? Vielleicht können wir den in der Mitte dann irgendwie mal gucken, ob wir das hier machen. Oder machen wir die da auch? Ich möchte halt viele Stoffbahnen da irgendwie schon mit reinpacken. Ich finde das ganz schön. Das hat dann wieder so ein bisschen was... Ja, das ist wieder schwierig. Müssen wir gucken, dass es nicht flaggert hier. Aber ja, ein bisschen oben flaggert. Ja, das macht nichts aus. So, man soll ja auch rausgucken können. Das finde ich jetzt ganz gut. Oder nicht. Wir müssen, glaube ich, den Boden da noch umdrehen. Ne? So rum muss der hin. Irgendwie gefühlsmäßig. Ja, so will ich das mal lassen. Diese komische Lampe da, die kommt weg. Was nehmen wir denn für Lampen? Wir müssen auf jeden Fall Kerzendinger nehmen, ne? Schöne Kerzlein. Ja, dann nehmen wir die Tiefen. Die sind ganz gut. Die sind ein bisschen edler auch. Ja, dann nehmen wir aber die ganz weißen, würde ich sagen, oder? Ja. Machen wir sowas. Und da ein bisschen Schimmer hier. Schimmer. Ja, das muss schon so ein bisschen so irgendwie, ja? Ja, genehmigt oder nicht? Da muss schon eine Kapelle rein hier, oder? Machen wir nochmal ein paar rein. Sparen ja nicht. Ja, das reicht, glaube ich. Mhm. Finde ich so ganz gut. Nur da stört's mich jetzt wieder. Da muss es dann rechts und links davon. Ja, das darf hier gern warm leuchten. Hier kommen wir mal hier noch so ein paar Highlight-Dinger rein, dass das nicht so kerzengerade da aussieht auch vielleicht. Ja, da wird hier nicht gespart. Die Dinger kosten 50. Hallo? 50? Hier noch ein paar mehr. Das ist ja richtig, ne? Da haben die richtig hier geschmissen, du. haben das Gewächshaus draußen geplündert. Unsere Sims. Ich möchte hier unbedingt auch noch diese Stehlampen da aufstellen. Die so schön glowen hier. Wo sind die denn? Die da, ja. Da gibt es doch auch rosa, sehr schön. Die müssen wir da unbedingt noch mit reinbringen, ja. Und die drehen wir einfach rum, dass das so zuläuft. Das ist doch mal toll hier, oder? Ja, die Kerzenleuchter, die gehen mir jetzt schon ein bisschen auf den Sack da oben. Die sind mir ein bisschen so groß. Können wir mal die einfach ein bisschen kleiner. Ja, das ist okay so. Ja, sonst stört das ein bisschen das Bild. Aber ich möchte schon so ein bisschen Glamour da reinbringen. Also da muss nicht alles ganz so... Ja, das mit dem Hochzeitsbogen ist ein bisschen schade eigentlich. Da muss es doch noch einen schöneren geben. Wo finde ich die denn sonst? Die finde ich ja nur hier drin, oder? Gab es da nicht einen? Aber ich glaube, der aus Romantische Garten, der Bogen, das ist kein Hochzeitsbogen, ne?
Oder doch, oder nicht, oder was? Ja. Ja, das Türkis haben wir jetzt gar nicht drin. Das ist mir auch zu giftig irgendwie. Das wird noch gehen, ne? Nee, das gefällt mir halt nicht so sehr. Das ist nicht so schön. Die Qual der Wahl bei der Hochzeitsbogenwahl hier. Ja, da, die Dinger brauchen wir auf jeden Fall noch. Da gibt's dann... Dann nehmen wir auch sowas Gelbliches dann wieder, dass wir das hier mit reinbringen. Gleich das Buffet hier abgreifen, ja. Dann machen wir das Buffet hier hinten hin. Ist doch cool. Und da holen wir uns dann gleich auch diesen Schoki-Brunnen hier. Yeah. Auch in diesem Beige, oder? Mit Glitzer. Da gibt es einen mit Glitzer und einen ohne Glitzer. Und da... Ah, das ist ja der Tisch. Stimmt, den brauchen wir ja gar nicht. Dann machen wir hier das Rosa nochmal rein. Machen wir das so. Und dann nochmal einen drauf, oben drauf hier. Yeah. Bisschen andere Farbe. Ja, der Schwarze ist schon auch geil, ne? Tja, was nehmen wir denn da? Komm, wir nehmen einfach das Goldene auch. Kann ich nochmal was, irgendwie sowas, ne? Das passt schon besser. Sehr schön. Lass die Spiele beginnen. Eine Bar wäre hier unten auch noch nicht schlecht. Könnten wir so eine nehmen. Die passt da ganz gut dazu. So schönes Holz und irgendwie trotzdem, ne? Machen wir die dahin, würde ich schon sagen. Machen wir die dahin. Dann, oder ein bisschen eng hier. Oh, dann haben wir auch noch ein Bad oder sowas. Das können wir eigentlich noch kleiner machen, ne? Sollen wir das kleiner machen? Wie teilen wir das hier auf? Da kann man dann rausgehen ein bisschen, ne? Das ist auch okay. Und dann. Wir brauchen auch noch irgendwie ein Fotostudio. Das muss da unbedingt auch rein. Ich mache das so gern mit den Fotos, auch im Let's Play jetzt erst wieder. Es ist einfach so genial. Wo ist das auch wieder? Das weiß man auch wieder nicht, ne? Wir haben zu viele Sachen, Leute. Beschwerde, zu viel Krams hier. Wir können da auch nochmal so eine Kamera irgendwie hinlegen. Da ist das Fotostudio, ne? Das passt auch da schon rein, ne? Das ist nicht so schlecht. Ich mach den Raum einfach weg, wir brauchen den ja nicht. So, dann machen wir hier das Fotostudio hin. Und die Bar, die kommt dann raus. Das ist auch schön. Hier ist so eine Bar nochmal, kann man da rausgehen, ein bisschen was trinken. Ja, die Kamera, die legen wir da irgendwo auf so einen... auf den Tisch oder irgendwas. Da muss man ein bisschen Platz immer lassen. Ich mache da hinten noch so eine Werkbank hin. Da hinten noch so eine Oberflächen brauchen wir da. Irgendwie so ein Sideboard. Auch sowas, das ist aus wie ein Werkbanktisch, ne? Da gibt es wieder keine schönen Farben, das weiß ich schon. Dann nehmen wir mal so einen rustikalen Tisch hier einfach. Ja, nehmen wir den mal, machen wir das Ding eins weiter rüber und packen wir da das Zeugs hier drauf. Wieso schwebt denn dir so behindert da in der Luft? Das gibt's noch nicht. Weg damit. So, das ist doch gut. Ja, das ist doch schön hier. Kann man da gleich Fotos machen? Fehlt noch ein Stück weiter rüber, dann haben wir es gleich richtig hier auch am Eck. Steht man da auch nicht im Weg. Das ist cool. Wir müssen da natürlich dann auch Hintergrund festlegen draußen. Ja, müssen wir den eigentlich machen, ne? Ja. Yeah. Eigentlich würde man ja draußen im Freien im schönen Waldschloss Fotos machen, aber wir machen trotzdem mal hier drin auch sowas. Das kann man ja doch noch umändern auch. Okay. Ja, was machen wir noch? Was machen wir noch? Für den Kuchen brauchen wir noch Oberflächen. Wir nehmen da aus dem Dschungelabenteuer-Pack. Dann nehmen wir hier Theken raus, ne? Nehmen wir so schöne Holztheken. Und machen... Mann, das muss eigentlich hier dazu, ja? Mann, das hier so dazu. Dass sie auf jeden Fall noch eine Thekenfläche haben. Das ist immer gut. Das braucht man schon, ja. So. Ja gut, oder wir machen da einfach einen normalen Tisch nochmal drauf. Das wäre natürlich am praktischsten. Wir nehmen da so einen schönen Schnörkeltisch. Wo haben wir denn den? Mit dem...
Ist das ein Esstisch? Ich glaube, das ist ein Esstisch. Ja, genau, da ist es da. Nimm das sowas nochmal dazu. Oder nochmal so ein Tisch. Ja, ich weiß, es ist hier ein bisschen blöd, weil das da rechts davon ist, aber es ist okay so, oder? Da kann man Musik spielen, heiraten, mampfen, muss man nicht weit laufen, Fotos machen, was trinken hier, das ist doch gut. Ja, das machen wir so. Ja, das reicht auch, so eine Bar einfach ohne Stühle, die sollen sich das Getränk schnappen und dann wieder gehen. Und da kommt man dann raus, ja, das machen wir dann noch schön, dann haben wir da eine coole Hochzeitslocation. Das passt, passt soweit. Pass hier. Wir müssen noch diesen Vorhang hier auch noch machen, ne? Da müssen wir auch noch mal. Ja, dann ist schon schön eingekreist hier auch. Ja, sehr schön. It's okay, it's alright. Yay, Waldschloss, Kapelle. Abgehakt, Thema. Sehr cool. Ja, dann machen wir jetzt hier mal weiter. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das hier genau aufteile. Das ist ja total schwierig hier auch. Da irgendwie was hier irgendwie, ja. Das ist echt schwierig. Wir brauchen da noch so einen Durchgangsbogen. Da klaue ich mir mal den hier, dass man da auf jeden Fall reinkommt. Und hier muss man ja auch irgendwie durchkommen, ne? Ja. Und dann machen wir da aber zu, würde ich schon sagen. Das hier, das wird ein bisschen der, ja, der Wohnbereich ist, sage ich jetzt mal, die Küche. Da können wir eventuell auch eine Tür oder so, eine richtige Tür hinmachen. Dann nehmen wir direkt die. Ist ja ein altes Schloss hier, oder? Ja. Yeah. Und da machen wir noch irgendwas Cooles rein. Müssen irgendwie noch mal ein bisschen überlegen. Oh, das ist so schön hier mit diesen Gewächsdingern da, ne? Wie können wir das woanders noch mal aufgreifen? Das ist nämlich so toll. So ein bisschen so was Blumiges hier noch reinpacken. Das ist einfach so schön. Von außen sieht man es dann auch. Das muss hier noch irgendwie hin. Größern wir hier, da wächst es so hoch. Und innen sieht man es dann. Können wir das da auch machen oder ist das komisch? Wir müssen da unten halt so ein bisschen Hashtag Grün hin machen, damit das nicht hier auf der Veranda da rauswächst. Aber so finde ich das voll geil irgendwie. Das hat so nochmal was Cooles. Da könnten wir vielleicht sogar eigenes Hashtag Grün aufhängen. Ha. Chaka, ja. Chaka, ja. Chaka, chaka. Das ist ein Waldschloss hier, hallo. Großer Blüten passt zu unserem Boden. Dann machen wir das so. Dann denkt jeder, hey, was ist das denn für ein Objekt? Das ist doch gut. Ja, kommt ein bisschen Farbe rein hier, ein bisschen Wärme. Das ist ganz gut. Ja, hinten ist jetzt voll schäbig hier. Mann, Mina. Müssen wir mal das andere Licht hier einmachen. Ja, jetzt hier. Guten Morgen. Da überlegen wir uns noch was für die Terrasse. Das weiß ich immer noch nicht genau. Jetzt brauchen wir hier erstmal die Aufteilung. Und ich mache jetzt erstmal natürlich auch diese blöden Dinger da weg. Die sind natürlich für außen. Da hat Daniel geschlafen. Beim Platzieren. Wir gucken jetzt im Wohnzimmer, komme ich da schnell ran. Wir nehmen die da, würde ich schon sagen. Das sind so richtig schöne, rustikale Öfen, Kamin, Feuerstellen, sowas da, ne? Ja. So. Leuchtet auch gut, wenn man es anmacht. Dann sieht man es da mal, dass ein schöner Lichtstrahl. Das ist nämlich immer so toll, dieses Feuerlicht, auch wenn alle anderen Lichter dann aus sind und das Feuer noch brennt, richtig schön. Hinten ist so eine Sitzecke, dann packen wir hier aber irgendwo dann jetzt die Küche noch rein, weil das müssen wir auch machen. Daniel vergisst eh wieder den Kuchen zu backen, wenn er hier mal spielt. Bin mal gespannt, wer hier heiratet aus dem Let's Play. Ich bin mir voll unschlüssig. Was mache ich da rein? Was mache ich hier rein? Wir bräuchten da unten eigentlich auch noch ein Klo. Das ist zumindest nicht schlecht. Das ist echt schwierig. Das ist schwierig. Wir packen hier mal, glaube ich, einfach ein Klo rein. Ja. Und die Wand bietet sich an für die Küche. Das finde ich auch ganz praktisch. Oder die können wir auch nehmen. Ja. Ja. Wir haben genug Platz hier. Schöner großer Esstisch da irgendwo rein. Hier musste man auch noch einen Durchgang machen. Da müssen wir mal überlegen. Dann hat man hier ein Klo. Ein Bad. Und chill, chill, chill. Hier, da. Was machen wir da hin? In diese Flügel. Da weiß ich noch nicht. Hobbymäßig. Wir könnten ein bisschen was Werkbankmäßiges reinmachen. Das passt auf jeden Fall zum Waldschloss. Vielleicht habt ihr auch da Ideen. Ich packe jetzt mal die Küche hier an. Ich gehe jetzt mal die Küche an.
Und guck das mir mal an, wie wir das hier machen. Ja, ich hole mir einfach jetzt mal die Küche und platziere die hier. Ich würde die, glaube ich... Gut, das ist auch so die Eingangstür. Das ist ein bisschen blöd eigentlich, ne? Ich würde dann die vielleicht doch weiter nach hinten machen, dass die Küche dann doch so ein bisschen zeitlich ist. Ja, hier ist so ums Eck rum die Küche und dann hier einen schönen Esstisch. Und das ist so der Gemeinschaftsbereich unserer Kreaturen. Creature. Ja, da können wir auch keine Fenster mehr, ne? Das ist schon Ende Gelände. Oh, das Ding müssen wir noch irgendwo anders platzieren. Dann basteln wir uns vielleicht einen eigenen Brunnen. Wobei das gerade so schön aussah auf dem Boden hier so irgendwie. Das hat ja auch was. Das hat ja auch was. Schönes Waschbecken. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier rum. Da würde ich, glaube ich, was nehmen wir denn da für eine Küche? So eine schöne grüne wäre natürlich auch schön. So eine schöne grüne. Die ist mir aber ein bisschen zu edel. Also von die Oberfläche ist so marmormäßig. Aber die ist ein bisschen schäbig eigentlich fast schon, ne? Für ein Schloss, Schlossküche. Gern mal so ein Schnörkeldinger eigentlich, oder? Wir nehmen so eine Base-Game-Küche hier. Ja, das Grau ist halt schon ein bisschen blöd. Ich würde so eine, oder? Ja, die da, oder? Mit heller Oberfläche. Ja, ja. Oder die Elternfreunde, die ist natürlich auch geil. Tja, Daniel, was machen wir denn jetzt? Wir nehmen die Elternfreuden. Die Elternfreuden, welche Farbe? So ein Rot oder sowas Helleres. Ich will eher sowas Dunkleres dann auch nehmen. Komm, wir nehmen das dunkle Holz und die helle Oberfläche. Das rötliche Holz. Pack das mal hier hin. Wir müssen da dann auch noch unsere Ecktheke machen. Ja, schon wieder falsch. Aber das passt hier ja ganz gut dazu. Genau. Ich mache mal schöne Lampen da rein, dass ich da ein bisschen Licht habe. Das ist so düster zum Bauen. Und da gibt es richtig schöne Schränke auch bei diesen Theken. Die passen natürlich auch perfekt dann dazu. Dann können wir da einen Eckschrank mal machen. Haben wir da noch so Endstücke? Ja, wir machen eine schöne große Küche hier, eine große WG-Küche. Und da wäre es ganz gut, wenn wir da dann gleich einen Schrank auch hinmachen, damit man da so ein bisschen geschützt ist vor dem Eingang. Das ist so ein bisschen so eine Ende-Gelände hier. So, und in der Mitte, ich gucke nochmal, was gibt es da für Schränke. Ich hole mir die mal raus, damit ich die gleich mal habe hier. Und oh, da gibt es auch so schöne Sofa hier. Ja, das passt schon ganz gut, glaube ich. Okay. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht doch noch die Tapete oder so ändern. Das ist so ein bisschen, wie machen wir das? Wäre es natürlich schon gut, wenn man da ein bisschen was hätte, ne? Die haben da mal renoviert. Eine schöne Küche für unsere Kreaturen. Ja, das ist echt schwierig hier. Was in die Richtung vielleicht? Das hat schon was so von Schlossküche, oder? Wow, jetzt wird's hier Tag. Guten Morgen. Das ist schön, für, oder? Blau? So was dann eher. Aber dann vielleicht die hohe sogar. Ja, wir nehmen die hohe. Das ist schon cool. Ich möchte ein bisschen was Warmes mit reinbringen auch. Ich fand das Rötlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Das passt ein bisschen zu den Theken auch. Ja, das ist ganz gut, glaube ich, oder? Machen wir das so? Let's go, yeah, let's do this. Ich mache das mal hier so hin, so. Und dann holen wir uns da auch nochmal einen schönen Steinboden. Ich sag den schönen. Oh, das ist natürlich schon gut auch, ne? Ein bisschen mediterran jetzt auch hier so machen. Hier, da muss irgendwie sowas... Eieiei, ist das schwierig hier, ne? Das ist echt grausig. Eieiei. Ja, das ist echt schwierig hier. Vielleicht gucken wir auch mal rein, dass wir
da eventuell so einen alten Knarksboden dann daneben. Noch einen schöneren Kontrast hier auch. Ja, so ein richtig schöner alter Dielenboden. Küche, es ist echt schwierig. Ich glaube, ich lasse das Holz. Ja, ich glaube, ich lasse es. Ja, wir gucken anders, dass wir das schöner hinkriegen. Wir gucken jetzt mal, dass wir da erstmal unsere Theke hier in die Mitte reinpacken. Dann nehmen wir eine schöne große Insel. Eine Insel mit zwei Theken. Ein paar mehr sind es dann schon. Ist auch noch eckige, aber ich mag die Runde da jetzt ganz gerne haben. So, da können die dann sitzen. Machen wir die mal so ein bisschen nach hinten so noch. Ja. Ist es hier bündig oder nicht? Nee, ist noch nicht bündig. So, offene Küche hier am Waldschloss, bäm. So, ne? Das ist geil. Ja, so eine richtig schöne Mitteltheke hier, das ist cool. Jetzt brauchen wir hier doch nochmal eine Theke oder irgendwas, dass wir das hier nochmal abschließen. Sauber. Und hier auch. Dann mit so einem Pfosten. Dann machen wir das so irgendwie. Aber da müssen wir mal wieder aufpassen mit dem Schrank. Ja, ist halt wieder alles skeptisch. Ich weiß das jetzt schon wieder. Wir alle wieder schreiben, oh Daniel, das sieht voll komisch aus. Ja, warte doch mal ab hier. Warte doch mal ab hier, Mensch, hier. Das da hinten, das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil das so schwarz ist. Das ist so ein bisschen blöd. Wieso haben wir jetzt da denn keine Ecktheke rausgeholt hier? Mann. Das muss ja eigentlich schon. Ja, so Theken in so Dingern da, das sind eigentlich immer relativ eng, ne? Also tiefe Theken und Schrankhöhen. Machen wir das Ding zu. Lassen das offen. Lassen das einfach offen hier, ja. Und das mal hier hin. Und da dann so ein Endstück. Das will wieder nicht da, wo ich will, na toll. Kannst du wieder vergessen, Mensch, ja. Hier passt es dahin. Aber da wäre es auch ein bisschen knapp. Ja, dann bleibt das halt weg. Und in der Mitte machen wir noch schön Hashtag Grün, ja. Die sollen hier das Hashtag Grün von der Wand knabbern. Wir brauchen auch noch einen Abzug und einen Herd, ganz klar. Kühlschrank kommt auch noch, da gucke ich mal nochmal. Wenn wir das irgendwie cool machen, dann mach das mal hier so bündig. Müsste das so. Nummer 2. Ja, jetzt gucken wir weiter. Natürlich immer schwierig, hier grün in der Küche zu machen, aber das ist ein Waldschloss. Ich möchte das irgendwie so haben. Das muss irgendwie so ein bisschen hier kräuchen und fleuchen und was weiß ich. Dann muss ja irgendwie da noch mit rein. Man könnte da auch so. Ja gut, Pflanzenkästen ist jetzt hier eigentlich doch doof, weil das wächst ja da an der Wand dran, ne? Eieiei, da kommen die Käfer ja raus. Oder? Kommen da die Käfer raus? Wenn ihr kocht. Es muss schon irgendwie so ein bisschen noch da. Ein bisschen was Krasses da rein. Das mit der Thekenfarbe, das schickt mich immer noch so ein bisschen. Das ist, weiß ich noch nicht, ob mir das so gefällt. Aber das Rot ist schön eigentlich, ne? Das ist eigentlich schon ein schönes Rot. Ich gucke jetzt mal da nochmal weiter, dass wir hier erstmal unsere Küchengeräte reinpacken. Da weiß ich jetzt auch noch nicht, nehme ich entweder den hier oder natürlich den. Aber der passt ja eigentlich schon ganz gut, ja, ne? Das ist schon perfekt. Nehmen wir aber auch dann, wenn wir da so oft so was Schwarzes da irgendwie genommen haben, nehmen wir da auch was Schwarzes hier. Nehmen wir das doch wieder weg. Na, so ist es gut. Und dann auch so ein Herd entsprechend. Der ist natürlich klar, der muss jetzt hier irgendwo hin. Das müssen wir hier so vielleicht mal machen, oder? So. Jetzt brauchen wir dieses Triple-Ding hier, dann müssen wir das da hin machen. Müssen wir noch einfärben, das Stück Grün kann ich jetzt auch vergessen da oben. Na toll. Frische Kräuter. Und dann nehmen wir, da gibt es das Braune, glaube ich, ne? Das gibt es das hier und das. Wir nehmen das. Ja, das wird schon. Die Tapete ist immer noch mir so ein bisschen.
Es ist echt schwierig. Es ist wirklich eine Challenge, hier das zu bauen. Da habe ich überhaupt keinen Plan auch von. Das ist schon ein bisschen... Ich würde halt ganz gern immer in diese Richtung dann gehen. Wenn wir da schwarz nehmen, wirklich mal schwarz, dann passt das eigentlich ganz gut, wenn man das auch im Hintergrund nimmt. Nur dieses Schwarz ist halt überhaupt nicht irgendwie... das ist auch schön. Das ist ein bisschen wärmer. Das Grün dabei... das ist überhaupt nicht irgendwie... Ja, Waldschloss-like. Viele schöne Dinger, ne? Gar nicht mal so schlecht. Auch nicht schlecht. Passt alles. Ich lass die jetzt mal. Ja. Da hinten, das ist echt düster. Mann, oh Mann, was ist denn da so dunkel da dran? Gefällt mir diese Küche. Das Grün wäre auch nicht schlecht. Die anderen sind nicht so schön. Das helle Holz, na, ist mir zu hell. Das ist mehr so billiges Holz. Ne? Die sind ja im Wald hier, da haben wir ja schönes, geiles Holz hier, oder? vielleicht machen wir auch hier noch so eine Säule rein, damit es irgendwie nochmal mehr... Die sollte schon in der Mitte sein, liebes Spiel. Danke, ja, für nichts hier. Gut, man kann ja die Theke eins weiter verschieben, oder? Ja, das bekommt dann noch ein bisschen Charakter, ne? So ein bisschen Stützsäulen. Jetzt müssen wir hier natürlich noch gucken. Das kommt auch alles so ein bisschen mit der Deko dann immer rein, auch hier, ne? Dass wir da dann noch sowas dann reinpacken. Das schöne Stühle da. Yay, kann man da sitzen. Schönes gemeinschaftliches Zusammenkommen. Nehmen wir auch diese dunklen, oder? Oder anderes Holz. Ne, wir nehmen schon dieses. Passt ja da dazu. Hunde und Katzen. Stühle, oder? Das ist gut. Ja. Ja, das ist so... Man hat so einen riesigen Raum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und man will irgendwie dann immer gucken, dass man... Ach, jetzt muss ich da noch und hier noch und da noch. Und dann... Ach, das ist so viel noch. Und dann denkt man, ach, shit, ey, ne? Das ist ja so blödig dann, dass das alles noch so viel offen ist. Aber man darf sich da nicht davon beeindrucken lassen. Man muss sich da seine Ecke raussuchen, die dann schön gestalten. Und dann ist auch okay. Also das muss dann nicht irgendwie gleich alles fertig sein. Man muss sich da, darf sich da, glaube ich, echt nicht stressen. Sonst wird's nichts. Ja, wir machen da mal diese Säulen da noch rein, dass wir die auch mal haben. Vielleicht packen wir da irgendwo auch nochmal noch ein paar rein oder so. Dass das so eine runde Sache ist, sage ich jetzt mal. Dass hier nochmal Säulen sind und irgendwie, dass es so... Ja, ich weiß auch nicht genau wie, aber irgendwie, dass man das nochmal so abgrenzt. Ja, wir machen das vielleicht doch so. Und dann ziehen wir da so eine Wand. Lass mich mal probieren hier. Und da lassen wir aber offen. Da müsste eigentlich auch das Fliesending rein. Ich möchte das mal anders probieren. Wir machen das mal so und ziehen das mal doch ganz durch. Wieso machst du da nicht die Tapete hier hin, wie ich denn will? Und nehmen da jetzt diese Durchgangsbögen hier wieder. Die machen wir aber komplett oder quasi rein. Also, dass man da so... Kriegen wir da das symmetrisch hin? Nee, auch nicht ganz. Das ist okay, aber trotzdem. Das hat irgendwie wieder was. Wisst ihr, wie ich meine? So von der Idee her. Wir müssen das Ding aber eins weiter rüberschieben. Was machst du jetzt hier wieder? Mann, was hast du jetzt wieder alles hier mir geklaut hier? Mensch, hier. Hat man da ein bisschen mehr Luft? Ist okay. Und da kommt aber das hier noch dazu. Ja, das ist dann ganz gut. Dass es ein bisschen mehr gestützter ist. Ja, nicht so ein komischer, fetter Raum. Sondern dass man hier so die Küche hat. Ich glaube, das wird dann ganz heimelig hier, ne? Heimisch. Heimelig. Ja. Das wird schon so. Das wird schon so ganz gut. Wir könnten uns überlegen, ob wir das hier sogar noch zumachen. Mut, Leute, Mut. Mut ist das Wichtigste hier. Ich will das aber hier dann erst machen.
So, ich probiere es einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen zu dann. zu. Aber wieso denn nicht mal probieren? Dieses Bogenthema, das passt halt ganz gut. Wie findet ihr so eine Küche hier? Kann man damit was anfangen? Ja, hier ist es schon ein bisschen dämlich. Ich glaube, wir packen die dann weg und machen die dann so auf, dass wir da auch wieder, genau, 50-50 haben. Also immer eins frei und dann ein Bogen. Sieht irgendwie echter aus, ne? Mehr nach so einer Schlossumgebung. Und da hat man dann mehr so diesen Flurbereich. Die Küche ist dann auch nicht direkt neben dem Eingang. Und dann können wir hier nämlich noch ein schönes Esszimmer dann machen. Dann haben wir da mehr so flurmäßig was. Da können wir dann auch noch irgendwie sowas, keine Ahnung, irgendwas Cooles machen in der Mitte. Was Waldschlossmäßiges, vielleicht ein Brunnen oder irgendwas Cooles. Vielleicht sogar uns diesen selbst gebastelten Brunnen da reinpacken oder irgendwas. Oder einfach so ein. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man da das Wasser dann hat. Das hat schon was, ne? Wenn man da irgendwie nochmal so einen Brunnen hat, das ist schon geil irgendwie. Wieso nicht? Kreaturenfreaks. Dann machen wir die aber auch so hin. Ja, dann ist das nämlich symmetrisch. So. Ja, wenn man die Säulen dahin macht, dann hat das schon wieder was, ein bisschen zu viel wieder, ne? Ja, das geht nicht. Ja, aber so will ich das mal lassen. Was sagt ihr denn dazu? Könnt ihr mir das mal schreiben? Wie findet ihr meine Aufteilung? Ich muss jetzt hier dann nochmal gucken. Da können wir dann so eine kleine Sitzecke hinmachen. Ich mache das mal jetzt ganz grob, dass ihr die Aufteilung hier seht und dann euren Kommentar dazu geben könnt. Also hier ist so, ne, so ein bisschen Sitzkrams hier noch so ein bisschen so zusammen. Ja, und so ein Doppelkamin. Und da hinten machen wir dann das Esszimmer rein. Hier irgendwo oder so. Oder nach hinten raus, ne? Ist besser. Und hier in dieser Ecke, da weiß ich noch nicht. Mamma mia, ja. Also so können wir das aufteilen. Das ist nicht schlecht, ne? Ja. Bin zufrieden für heute. Was sagt ihr denn dazu? Wir haben heute die Kapelle eingerichtet. Die sieht so aus. Mit Kerzenschein, Blüten und allerlei Knabberkrams. Natürlich auch mit Fotostudio und draußen mit der Bar. Dann haben wir hier drüben die Küche angefangen. Die ist natürlich auch noch ganz roh, ne? Die sieht noch voll neu aus. Da kommt noch ein bisschen Dekokrams dazu. Nicht zu knapp. Und die Aufteilung. Bitte dazu mal kommentieren. Dankeschön. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier zum Waldschloss. Oder natürlich dann jetzt noch einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Dann ganz viel Spaß dabei. Bis dann. Macht's gut. Ciao.